ich spiele eine Challenge, die dauert 4 Stunden und es geht um so viele Blöcke, Positionen, Höhen, Mobs, Achievements, Items, was auch immer zu sammeln. Und ich bin immer noch beim ersten. Reef erkundet schon. Toni erkundet schon. Ja, ich will kurz gucken, ob ich. Nein, ich will kurz gucken, ob ich im Dunkeln sehen kann oder nicht. Ob es genau oder nicht. Ja, ihr habt doch keinen Hunger. Wuche. Okay, habt ihr doch. Gönn doch. Achso, okay, sorry. Neuen Skin, Basti. Ja, ich bin lila. Lila war ist Luigi. Haben wir wieder Joker? Ja, 4 Stück hat jeder. Dann müten wir uns alle und ihr seht, wenn der Timer losgeht, dann geht's los. Ey, startet! Luna, runter mit dir! Was? Nein, das ist ein Joke, oder? Die End again? Das ist ein fucking Joke. Wir müssen einmal ein End durchspielen. Drache respawnen. Für die End-Crystals brauchen wir Obsidian, Gastränen. Was brauchen wir noch? Chat, was brauchen wir noch? Gastränen, Obsidian, Glas. Das war's, oder? Boah, machen wir das? Meine, wir können dann direkt auch für Elytra gehen. Das wäre schon hard worth it. Steh hier tot! Das ist so RIP. 4 Gastränen ist halt hardcore, ne? Abseits davon, finde ich, geht's voll klar. Aber Gastränen sind hardcore. Wenn wir die Möglichkeit haben, Minecraft durchzuspielen, also wenn wir eine Close Proximity Bastion und Fortress haben, dann tryen wir's. Wenn das weit weg ist, dann scheißen wir drauf, okay? Würde ich sagen. Klingt das nach einem Plan? Oh, wir haben direkt Honig auch eigentlich, ne? Falls wir das brauchen sollten später. Muss ich mir irgendwie merken, wenn es geht. Wir haben 4 Stunden und wenn wir jetzt Minecraft durchspielen, müssen wir überlegen, vor allem wenn wir den Drachen respawnen. So, niemand kann das machen. Niemand kann, wenn er den Drachen töten muss, das später machen. Das ist ein Riesenvorteil schon mal. Ich glaube schon, dass es sehr worth it ist, das zu machen. Wenn wir es schaffen. Wenn wir es in unter 2 Stunden schaffen. Ja, in 2 Stunden können die aber so viel machen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Schauen, dass wir einfach jetzt zeiteffizient Eisen schmelzen, dass wir Full Iron haben und vielleicht ein bisschen Spare. Und alles andere können wir uns später besorgen. Ich bin auf der 1.18.2. Das heißt, Minecraft durchspielen wird ein bisschen Pain. Das war schon wieder im Nether, okay. Keine Bastion, wenn ich das richtig sehe. Da ist eine Festung, das ist schon mal gut. Oh, wir haben eine Bastion auch, das ist sehr gut, okay. Wenn wir uns dazu entscheiden, also ich glaube, ich würde es machen. Ich würde es, glaube ich, actually machen. Okay, da haben wir Blazes. Wir sind actually gut dabei mit der Zeit. Das ist nicht gut, dass ich da brenne. Rods. 7. Ich nehme noch eine Safety Rod mit, glaube ich. Weil das ist hier kein Speedrun. Ich sollte schon schnell sein, aber ich glaube, eine Safety Rod kann ich mir erlauben. Weg die Rotze. Okay, wir haben alle Rods. Wir haben sogar mehr als genug Rods, in fact. Die Blaze brauchen wir nicht mehr fighten. Die Frage ist, ob wir den Rampart-Teil der Festung looten gehen oder nicht. Weil das könnte schon worth it sein. Ich hole mir auf jeden Fall das Gold hier kurz. Weil das reicht auf jeden Fall für Boots dann. Okay, Staples ist das Problem. Wir müssen entweder ganz hoch oder ganz runter. Und wir wissen nicht, was wo ist, weil die ist auch noch eingegraben. Ich glaube aber, dass unten der smartere Move von hier gerade wäre. Da ist ein Brute. Den müssen wir auf jeden Fall aus dem Weg räumen, bevor wir hier weitermachen. Weil der steht auch vor einer Kiste. Du bist tot, Kollege. Hab mich sehr gefreut. Der stand vor einer Kiste. Die will ich jetzt noch haben, wenn es geht. Ancient Debris schmeckt. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wo hier die Brutes sein können. Das ist das Problem ein bisschen. Soul Speed Boots schon mal. Die Disc nehmen wir auch mit, denke ich, ja. Aber das ist ein Bad Rampart. Die ganzen Brutes scheinen oben zu sein. Das ist vielleicht ganz gut, wenn wir hier unten weitergehen. Ich muss mich nur orientieren. Das ist so schwer, von der Staples hier unten lang zu kommen. Da ist die Chest. Nein, ich muss hier hoch. Oh, ich mag das hier gar nicht, Junge. Das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Ich dafür da. Braucht die Strings auf jeden Fall für den Bogen. Arrows nehmen wir auch mit. Diese Version macht mich irre, gell? Ich kann es euch nicht sagen. Okay, wir sind oben drauf und wir leben. Was zum F*** ist das für eine Bastion? Ah, wir sind über dem Treasure Room. Okay, deswegen war ich gerade verwirrt. Okay, aber hier oben ist nichts. Das ist gut. Das heißt, wir können hier in Ruhe mal kurz looten. Eine Dierschaufel nehme ich sehr gerne mit. Das sage ich nicht nein zu. Obby nehmen wir natürlich auch mit. Obby ist important jetzt gerade. Okay, ich habe ein Problem. Und zwar, wenn ich den Typ kill, kill ich alle. Ja. Kann nichts machen, ich muss den halt töten. Ist sehr ungünstig halt, aber müsst ihr mich verstehen, da kann ich nicht wirklich was machen. Eigentlich sollte hier irgendwo der Treasure Room sein. Ich hasse diese Version so sehr. Soul Speed haben wir schon, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Okay, it's really good.
Nehmen lieber Knochenblöcke statt Knochen selbst mit. Ich höre keinen Brute mehr gerade. Das ist ein gutes Zeichen, at least. Ist das eine Träne gewesen? Das war keine Träne. Unlucky. We tried, boys, we tried. Man darf sich gegenseitig angreifen, ja. Junge, das ist die schlechteste Bastion aller Zeiten. Hier gibt's keinen Goldblock zu holen. Wenn ich das richtig deute gerade. Doch, endlich, Alter. Holy shit. So, 4 Schweine zum Traden. Aua, was soll das? Ich mache hier nur so sicher alle Gänge zu, weil ich habe keine Ahnung, woher noch Brutes herkommen würden. Aber diese Viecher machen mir Angst, Junge. Kein Bock auf die. Ich meine, ich habe immer ein paar Schweine zum Traden, ja. Das ist halt schon mal ein Premium, eine Premium-Ausgangssituation, sagen wir es so. So, ich brauche keine Knochen mehr, habe ich gesagt. Da oben war schon clear. Genau, da können wir auch noch die Goldblöcke mitnehmen. Nur die richtig versteckten Goldblöcke hier ausgraben aus dieser Bastion. Damit wir auf das Gold kommen, was wir nötig haben. Wir haben 15 Obby, ist gut. Perlen können wir auch sonst so woanders herbekommen. Das ist nicht das Big Drama, würde ich sagen. Obby-mäßig sind wir gut dabei, das ist wichtig. Können wir noch ein Dorf suchen, können noch educaten, das ist auch kein Problem. Aber ich lasse die erstmal traden, schauen wir, was noch rauskommt. Ich feiere sie zum Trinken, habe ich sehr gerne. Sehr viel Gold übrig. Das war's, da ist nichts mehr drin. Wollte ich nochmal hier eigentlich looten, ich hab's schon wieder vergessen. Okay, Goldschuhe, ich habe 3 Perlen bekommen. Ja, Minus ist besser als nix, ha. Huh? So, und jetzt wollen wir eigentlich im besten Fall wieder raus, wo wir hergekommen sind. Rift was shot by Skeleton, sehr unglücklich. Es ist Nacht, wir brauchen ein Dorf. Frage ist, bleibe ich hier und trade jetzt? Oder laufe ich von hier direkt in Richtung Stronghold und schaue, ob ich einfach noch ein Dorf finde auf dem Weg? Sind die überhaupt noch Villager? Ja, die pennen hier gerade, okay. Du hast gerade mit sehr viel Glück deine neue Berufung gefunden. Ich hoffe, du bist glücklich darüber. Auch wenn du es noch nicht weißt, aber du bist ab heute ein vollwertiger Mitarbeiter. Wie läuft's? Ich bin immer noch bei meinem ersten Item. Nach fast einer Stunde. Wir gehen die Whole Mile. Beide den richtigen Trade direkt. Was ist denn jetzt kaputt auf einmal bei euch? Ich glaube, wir werden noch Overworld traveln, wenn ich ehrlich bin. Weil ich will das Obby für... Wie viel Obby brauche ich für einen so einen Respawning-Jet? 3 für einen. Und ich brauche 4 gesamt, richtig? Perfectly right amount. Easy. Was mache ich, wenn mein Cleric den falschen Trade gibt, Chat? Gibt es da irgendeine Exit-Strategy oder muss ich dann komplett einen neuen Cleric machen? So langsam bereue ich die Strategie, glaube ich. Ich glaube, ich hab die falschen Entscheidungen getroffen. Hallo, guten Morgen, wakey wakey. Jetzt gehen wir kurz zu dem Cleric und schauen, dass wir bitte den richtigen Trade bekommen, sonst wäre ich wirklich. Bro, wo ist der Cleric? Der muss beten gegangen sein, das ist meine einzige Erklärung hier. Kollege, wir haben eine Abmachung. Bitte. Ah, danke. Bester Mann. Ich wollte ihn gerade beleidigen, aber er ist bester Mann. Ehre, wem Ehre gebührt. 14 Stück. Ich glaube, ich möchte aber sogar mehr haben, oder? Ich glaube, sicher wäre sicher. Und ich sollte mehr nehmen. Ah, ich brauche für den Respawn auch welche. Ich brauche ja Enderaugen. 16 Enderaugen. Wir ziehen es jetzt einfach damit durch. Alright, denn. Dann machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen. Der Plan wäre auch, wir gehen wahrscheinlich dann nochmal in Nether von dem Stronghold aus. Weil das geht easy und da brauchen wir nicht so viel Obby. Und dann können wir von dort einfach die Gastrinnen holen. Also, das wäre mein Plan jetzt einfach. Ich will wirklich mein eigenes Game. Ich glaube, ich werde keine Chance haben gegen die anderen. Sag ich, wie es ist. Ist echt hier unten nichts Post gewesen? Hat den wirklich vorher jemand gesehen oder war das getrollt? Oh, der ist ja voll weit oben. Ich muss irgendwo close hier sein direkt. Ja. Nametag, das ist schon keiner Big. Sattel haben wir schon einen. Ein Goldapfel fuhle ich jetzt einfach. So, dann gehen wir hier noch einmal kurz. Hier Expressportal. Ich mach das bewusst mit Lava, weil ich mein Obby nicht wasten will. Nicht, dass ich dann so wenig habe oder so. Und hier ist genug Lava, also. Dann habe ich eine Stunde noch. Was ist das denn jetzt hier? Oder hat irgendwer einen Clip gemacht vielleicht in der Festung? Ich weiß nicht. Weil die Quartz wären jetzt gerade wirklich wichtig. Weil hier ist literally gerade nichts in der Nähe. Na, dude. Das ist keine Shit, bro. Ich würde schon gerne alles auf einmal machen. Aber wenn es nicht anders geht, dann müssen wir halt Step by Step machen. So, jetzt schauen wir, was wir alles mitbrauchen hier. Die Augen auf jeden Fall mal nur eines. Das Brot nehmen wir mit, so wie die Hälfte vom Fleisch. Damit machen wir noch schnell Betten. Eines wird auch Respawn Point werden. Noch irgendwas, was wir mitbrauchen jetzt in erster Linie mal? Nein, oder? So, wir probieren erstmal zu One-Cyclen. Wenn er darauf keinen Bock hat, dann müssen wir ihn halt mit Pfeil und Bogen machen. Ah ja, chillig. Okay. Aber wir schießen die Dinger trotzdem runter jetzt mal. Safety. Ja, okay. Was ist denn? Oh, shit, Alter. Sniper. Hallo, wie viel Fireballs noch? Beruhigen Sie sich. We are too damn late. Ja, schade. Es bleibt ärgerlich. Das leckt da.
Jetzt laggt er einfach. Auf chillig. So, erste Lytra. Ja, ich glaube, erste Lytra ist schlauer. Ja, schaut eher ungeil aus, muss ich ehrlich zugeben. Also wir sind da wieder ein bisschen unlucky heute unterwegs. Das Ding ist so, Höhen und Koordinaten sind halt absolut free, sobald ich meine Lytra habe. Ich habe super viele Advancements schon. Das Einzige, was Pain sein könnte, wären Blöcke. Aber ich habe dann straight up noch fast, keine Ahnung, so 1,5 Stunden oder sowas Zeit, würde ich mal behaupten. In denen ich halt so viel aufholen kann. Oh, we got something. Wir haben ein Schiff. Perfekt. Ist das it, Friendos? Nehmen wir noch Schalker mit, falls das auch nochmal ein Ding wird, und den Dragon. Wie viel Schalker sollte ich mitnehmen, Chat? Was wäre da so eine smarte Nummer? 3? Falls ich einen Dings rauscraften muss und dann nochmal was anderes bekommen. Macht actually Sinn wahrscheinlich. Und dann haben wir noch einen Turm, den looten wir noch und dann reicht's. Dann sind wir gut bedient. Dann haben wir eigentlich auch alles, was wir hier im End haben können, mitgenommen, ne? Okay, pass auf, wir machen aber dann noch den Trick 17 hier. Einmal ganz schnell. Perfekt. Falls wir das später brauchen. So, haben wir jetzt irgendwo hier ein Gateway? Wahrscheinlich nicht, ne? Das heißt, wir müssen zurück zu unseren. Du, ich spiele Challenge, die dauert 4 Stunden und es geht um so viele Blöcke, Positionen, Höhen, Mobs, Achievements, Items, was auch immer zu sammeln. Und ich bin immer noch beim ersten. So. Hello! We are back. Noch eine Blaze Rod. Wir brauchen ja wirklich nur eine. Also literally nur eine. Danach gehen wir von hier dann in Richtung Soul Sand Valley. Das ist eh auch da vorne gleich und holen uns dort die Ghasts. Das ist der Gameplan jetzt. Dankeschön. Ey! Hör mal! Einmal Tier. Geh weg. Zweite Tier. Und ich höre schon wieder einen. Bruder, du musst schon hier beim Festland sein, sonst wird das nichts mit uns. No! Only Gunpowder. Unlucky. Ui! Da werde ich geboostet, holy shit. Das ist tricky mit denen hier. Nice. Drop doch eine scheiß Träne, du Dummkopfgast. Wieder nicht. Oh, Jungs, ohne Lytra hätten wir dafür 8 Jahre gebraucht, ich sag's wie es ist. Das ist es. So, dann müssen wir jetzt back zu unserem Portal. Quartz bitte. Minus 80, 210. Dankeschön. Aber ich könnte es echt tryen eigentlich, ja. Ich meine, wir haben okay Food noch. Oh, finally. Oh, ich muss den scheiß Drachen töten, wenn ich jetzt wieder raus will, ne? Oh mein Gott, das ist ätzend. Gehen Sie weg! Lassen Sie das! Leute, Enderman! Oh shit. Bitte purge einfach! Ich habe keinen Bock mehr. So will ich sehen. Kannst du aufhören, dich zu drehen? Ey, du F***. Lass mich raus jetzt! Ich muss raus! So, was sind die Chords? 816, 357. Lapis kriegen wir hier nirgends, glaube ich. Höchstens in einem Shipwreck, aber mit sehr niedriger Wahrscheinlichkeit. Hat irgendjemand die Koordinaten vom Dorf-Chat? Zuckerräume mitnehmen, Zaubertisch? Nein. Gehe ich zum Stronghold und hole mir die Library, wenn ich das machen möchte. Ja, aber die Shipwrecks werden alle gelootet sein, denke ich mir, oder? Weil die waren die ganze Zeit alle in der Overworld. Also großteils halt. So, jetzt brauchen wir die Dorf-Koordinaten, wo auch immer wir die haben. Also wir müssen aber jetzt zum Dorf zurück. So, wo war das Dorf am Spawn? Jetzt auch wieder die Frage, ne? Da ist es, jawohl. Wie mache ich den Lime-Glaze-Terrakotta nochmal? Wie geht das nochmal? Zuerst craften und dann, ne? Es ist Zyren außerdem. Das ist jetzt ein Joke, oder? Das ist doch ein Joke, Alter. Aber okay, we can do that. So, ich krieg auch wirklich mit Abstand die schwersten Sachen, oder? Voluntary Exile will er mir jetzt auch noch geben, Junge. Also, gib mir doch einfach irgendwie einen scheiß Block, den ich hab, Mann. Ich hab noch nicht einen Skip gehabt. Was zählt denn als Beach? War das beim Dschungeln Beach vorhin? Der Link sieht gut aus. Ja. Warped Button. Back to Nether. So.
Es ist ein Joke, gell? Ah! Ich habe jetzt so einen Case mit Advancement, Basti. Ja, dann ich skippe das bei dir, ja? Mhm, dankeschön. Tropical Fish. Müssen wir nur in Bucket dran tun. Welcher ist ein Tropical? Kriegen wir den hier? Ist nicht der, ne? Nein. Muss ich den in Bucket nehmen oder muss ich den killen? Wahrscheinlich muss ich ihn killen, ne? Na, hallo? Ja, ich muss ihn killen. Whatever floats your goat. Ich habe noch keine einzige Ziege gesehen. Spawnen die auf jedem Berg Ziegen? Nur Schneeberge. Scheiße. Schneeberg habe ich noch keinen einzigen gesehen. Ist das ein Skip? Ich glaube schon, oder? Höhe minus 18. Kriegen wir hin, denke ich. Dieses Spiel. Also du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand mehr Pech hatte als ich heute. Wenn ich keine Joker used hätte, hätte ich literally Minecraft zweimal durchspielen müssen, einen Wither töten, einen Raid spielen und dann auch noch Mobs aus jeder Dimension holen. So, wo können Turtles spawnen? An jedem Beach, oder? Wither Rose ist eines der schwierigsten Items im Spiel, Chat. Falls ihr nicht wisst, was das ist. Dazu muss der Wither einen Mob töten. Dann droppt eine Wither Rose. Da ist ein Turtle, perfekt. Zwei Herzen Damage, so. Brick. Zyan Banner. Wie mache ich einen Banner? Weil Zyan habe ich. Habe ich Zyan mit? Ich habe Zyan nicht mit. Ich muss zurück. Okay. Aber wir haben unser Portal hier. Wir traveln über Nether an. Kann man das nicht färben? Muss auch einen Banner färben können, oder? Das ist ja ziemlich dumm jetzt. Okay. Vielleicht hin und klick drauf. Vielleicht geht's. Fehlanzeige. We tried. Im Loom? Wie mache ich einen Loom? Brauche ich wieder. Da brauche ich irgendwie Bienen oder so einen Scheiß, oder? War das nicht das? Ich habe genug Seegurken. Ich schmelze die einfach. Ja. Zwei String, vier Planks. Okay. Dann machen wir das doch. Warum habe ich gerade Lime gemacht? Ich verstehe gar nichts mehr eigentlich. Das ist sehr nervig mit dem Banner gerade. Weil ich habe auch nicht unlimitiert Kakteen. Ich glaube, der smarteste Move, den ich machen könnte, wäre ein Schaf färben. Aber hier sind auch keine Schafe. Mit Bomil weiß machen, das könnte actually funktionieren. Ich kann das ja nicht, das geht doch nicht. Wie kann ich diese, Mann, Alter. Ihr labert so weirde Sachen, was für Wolle waschen, Alter. Was für Wolle waschen, Mann. Seid ihr komplett besoffen? Wir spielen Minecraft, nicht, keine Ahnung was, Skyrim. Volle Waschen, Alter. Ich komm's hoch, ich wirklich. Los, friss Gras. Welches ist überhaupt das Zyan-Schaf? Das ist genügend Wolle. Ich brauch Zyan-Wolle, nochmal. Hey, aber falls wir einen weißen Banner brauchen, ich habe jetzt einen. Höhe 0. Ich warte immer noch drauf, dass ich ein leichtes Item bekomme, gell? Another time, Nether visitings. Okay, Basti, ich gehe schon mal vom Server, weil ich habe was ich nicht mehr schaffe in der Zeit. Okay. Aber ich komme dann einfach wieder zurück, wenn die Zeit fertig ist, okay? Okay, ja. Okay. 2x2. Was ist das? Hä? Was ist das, Chat? 2x2. Alle Mobs paaren? Nein, nein, das ist ein Joke, oder? Basti, das Wahnsinn, was ich habe, ist das intended, dass das drin ist? Ja. Also, wir haben es nicht rausgenommen, ja. Okay. So, irgendwo hier waren Bienen, wenn ich mich richtig entsinne. Nein, das war gerade mein letzter Skip. Ich habe geskippt Voluntary Exile, Whatever Floats Your Goat, Wither Rose und 2x2. So, hier waren safe irgendwo Bienen. Ganz, ganz sicher. Jawohl, hier. Hä? Okay, denke ich mir noch. Chillig, das war's. Ich glaube, das war's. Wart ihr denn persönlich zufrieden mit eurer Performance? Ja. Ja, bis zum Ende, ja. Nicht so. Ja, ich würde es auch durchwachsen nennen bei mir. Ich bin zufrieden. Ich habe Minecraft durchgespielt. Ja, Performance bin ich zufrieden. Mit dem Rest nicht. Alright, ich würde sagen, lass uns in die Ergebnisse reingehen. Wir gucken mal rein. Ich hatte mehr. Ja. Oh nein, kann es sein, oh. Weil du geliebt bist. Oh, das ist mir jetzt ganz unangenehm. Ich wollte sagen, ich finde, es lief eigentlich ganz gut. 4 Stunden Just Chatting gemacht. Achso, wir haben schon gespielt. Achso. Ja, das ist, wird auf jeden Fall spätestens, wenn wir, also wenn das jetzt ein Video wird, so, dann wird auf jeden Fall jemand nochmal nachziehen müssen. Aber wir gucken aber erstmal einfach weiter. Wir gucken einfach mal. Es wird was angezeigt, danke. Yeah, boy. Wer ist denn das? Schau dir die Items an. Höhe 0 einfach. Yeah. Boah, krass. Okay. Ja. Ich hatte nach 2 Stunden das erste. Dann weiß ich nicht, ob wir meins noch zählen müssen. Nein, man unterschätzt es, man unterschätzt es. Aber wir gucken erstmal weiter. Und zwar. Oh. Das scheint wohl. Oh.
Also wie viele Schuhe hast du denn hier? Was ist das denn? Du hast ja gar nichts anderes gemacht. Dann ist das jetzt der originale 6. Platz. Aha. Ach komm, leck doch. Alright, Vini, erzähl doch mal, was hast du denn gemacht? Wow, wow, wow. Oh. Oh, Alter, chill! Also Vini 6. Platz 5. Ah. Ja, das ist meins. Dann gucken wir mal noch weiter. Ich bin wirklich gespannt. Ah. Oh, das bin dann wohl ich. Alright, wir machen weiter. Platz 3, wir gehen aufs Treppchen. Ey, nee. Wieso bin ich Nater XD? Ey, bitte noch zweite Seite. Nein. Schade. Ja, okay, das reicht. Ey, aber 33. Ja. Wer ist Zweiter, wer ist Erster? Die Frage wird sich jetzt entscheiden. Aber ich glaube, vielleicht Hölle. Ich bleib meiner Tradition treu. Alright. Ey, aber hab ich auch viele Schuhe. Bei mir würdet ihr auch sagen, das sind echt viele Schuhe. Und Leitern. Viele Schuhe. Bro, das viele sieht aus wie ein Mario-Spiel. Gib dir Bescheid, sieht aus wie ein Mario-Spiel. Oh, 33. Zweiter Castcrafter. Krass. Ey, aber sag ehrlich, wie tilt bist du, dass du Evoker, Ender Dragon skippst und dann kriegst du Trident? Ja, war nicht so geil. Scheiße. Oh Gott. Oh. Wie sind vier Schuhe anfängen? Können die aber jetzt, ja. Ach du Scheiße. Aber wenig Höhe. Eins mehr. Das ist 34 auch? Ja, ne? Ja. Das ist so close, das hätte ich nicht gedacht. Krass, damn. Crazy. Die Honigflasche zum Schluss. Also, boah. Ey, es war aber actually sehr close, gell? Ich sag's, wie es ist, wenn ich ein paar mehr bessere Items bekommen hätte. Also, ich habe ja literally nur Scheiße bekommen, hätte ich das easy gewinnen können. Das waren nicht mal 10 Punkte. Das waren 10 Punkte, nicht mal 10 Punkte Unterschied zum ersten Platz. Das waren literally nicht mal 10 Punkte zum ersten Platz.